All das fing damit an, dass ein Verkäufer uns bat, einen neuartigen Mechanismus zu schaffen, um Theaterbühnen zu heben. Unsere erste Antwort darauf war die Herstellung des ersten Spirallifts. Dieser Mechanismus koppelt das bekannte Spielzeug, die laufende Feder, oder auch Slinky-Feder genannt, mit einem vertikalen Band und macht es so möglich, eine Säule zu formen. Wie es so oft im Leben passiert, kam uns ganz unerwartet eine Idee. Wir brauchten nur dasselbe Band zu nehmen und lediglich Zähne an die Kante der Slinky-Feder anzubringen und schufen so eine Säule, die in jede Richtung arbeiten kann. Die iLock Spirallift Säule wird aus zwei rostfreien Stahlbändern geformt. Das eine ist ein gezahntes horizontales Band, das andere ist ein perforiertes vertikales Band. Im Zentrum des iLocks befindet sich ein zylindrischer Rotor mit einem schraubenartigen Mechanismus. Die Drehbewegung des Rotors hebt das horizontale Band und legt das vertikale Band darüber und verzahnt so die beiden Bänder miteinander. Das Resultat ist eine solide und stabile Hubsäule. Also das Prinzip funktioniert mit zwei Bändern. Der vertikale Band, das man hier sieht, das ist hier eingefädelt, und der horizontale Band wird mit unten eingelegt. Und diese zwei Bänder, die bleiben in sehr kompakter Höhe und deshalb braucht es kein Loch, weil diese Säule sich aufbaut eigentlich. Die Säule baut sich selber auf. Eigentlich, das ist ein großer Vorteil. Jeder Band wird jetzt verschlossen mit dem horizontalen Band. Das heißt, die ganze Säule ist eine stabile Säule und kann ohne Führung benutzt werden. Es hat uns sehr gespannt am Anfang, weil wir dachten, also mit diesem horizontalen Band, weil es schaut eigentlich wie ein Reißverschluss aus, aber es hat überhaupt kein Geräusch wie ein Reißverschluss, weil der vertikale Band eingelegt wird auf dem horizontalen Band. Also die Breite ist genau gestellt und der vertikale Band wird einfach reingelegt mit einer ganz leisen Drehbewegung. Das macht überhaupt kein Geräusch, weil das Gewicht erst nach zwei Umdrehungen erst auf die Säule kommt. Die Wartung vom iLock, es ist ganz einfach. Wir kommen einmal pro Jahr einfach zum ganz sauber halten, aber das sind keine Teile, die ersetzt sein müssen. Wir müssen vielleicht manchmal einige Bolzen verschließen, aber außerdem sind keine Ersatzteile im Spirallift. Das ist wieder, wie gesagt, auf Edelstahl, wie der Spirallift ist, und braucht sehr wenig Wartung. Es gibt hierbei praktisch keine Grenzen. Wir brauchen nur den Leuten zuzuhören, die uns ansprechen und den iLock für alle möglichen Zwecke benutzen wollen. Besonders für den Kleinen gibt es sehr viel Interesse. Der könnte beispielsweise dazu dienen, einen Fernseher automatisch hochzufahren. Es gibt keine Grenzen. Die Grenze ist nur die Fantasie der Menschen, die ihn sehen. Je fais pour monter comme un...